So, schauen wir mal rein. Ja, ne? Auch das hier hat wunderbar gepasst. Ja, hallo Freunde, ich habe mir mal wieder einen neuen Zerhacker zugelegt, und zwar diese Geschichte hier fürs Ferienhaus. Ja, vielleicht nochmal zu dem Thema Zerhacker ganz kurz, bevor wir über dieses Gerät hier sprechen von Link Chief. Ja, wenn ihr kleinere Mengen immer gerne zubereiten wollt und relativ schnell, dann legt euch sowas hier zu. Gibt es von Metaltex, habe ich euch einen empfohlen, und diesen hier von Emser, der hat einen etwas größeren Behälter. Damit bekommt ihr eigentlich zu 90% fast alles hin. Müsst ihr nur ein bisschen ziehen, das Ziehen ist leicht. So, für die größeren Mengen habe ich euch seinerzeit auch mal hier den von Kenwood empfohlen. Ja, ihr seht, ist hier bei mir in reger Benutzung und das Ding ist wirklich absolut klasse. Aber ich wollte nicht wieder so viel ausgeben, deswegen habe ich mich heute fürs Ferienhaus, wo man nicht ganz so oft ist, für diese Geschichte hier entschieden. Die schauen wir uns gleich mal im Detail an. Aktueller Preis 07/2017 ist 30 Euro. Also da kann man für so ein elektronisches Gerät hier überhaupt nicht meckern. So, eine Angabe mache ich euch schon, die Kabellänge, nutzbare Kabellänge ab Ausgang, also ab hier ist 1 Meter natürlich ohne Stecker gemessen. Ja Leute, dann schauen wir mal genauer hin. Verpackungstechnisch alles nochmal in Styropor, kann überhaupt nichts passieren in Richtung Lieferschäden, und es ist eine sehr schöne Verpackung, wer es verschenken will. So, einmal zum Gerät. Wir haben hier oben unser Werk, das werden wir natürlich nachher noch im Praxistest nochmal stark beanspruchen. Ja, hier oben ein Schalter, schauen wir uns an. Bringt auch ein bisschen was Gewicht auf die Waage, also das sollte auch so sein, damit wir hier auch ordentlich arbeiten können. Der Deckel hier hat eine Dichtung, ja, und diese Dichtung, die ist eigentlich unnötig für so eine Geschichte hier. Die ist deswegen nötig, weil wir hier einen Metallbehälter haben, natürlich, ne, und sonst hättet ihr ziemliches Klirren hier an der Stelle, was also an den Deckel anbelangt und so weiter. Also das auch gut gemacht und durchdacht. So, dann haben wir hier einmal unser Messerwerk, unser Messer, Rührstab, was auch immer. Ihr habt, seht hier, wir haben insgesamt 4 Messer, ja, und 2 unten, 2 gerade und die anderen eben halt von unten nach oben. Das hat dann eben halt den großen Vorteil, dass hier eben halt die Geschichten hochgehoben werden und auch wieder nach unten gezogen werden. Ja, schauen wir ruhig noch einmal in den Behälter rein. Der hat hier unten diesen einen Aufnahmepin, der ist also hier entsprechend mit dem Gerät zusammengearbeitet hier, was heißt Gerät, mit dem Topf zusammen. Und ihr seht hier unten, wir haben hier eine Dichtung. Und diese Dichtung, die ist abnehmbar, ja, und dann sieht das Ganze so aus. Und hier habt ihr den Pin, ist also wirklich gut gemacht, dass es geschraubt ist und nicht wie so oft gelötet, geschweißt, was auch immer, ja. Denn so habt ihr wirklich die Möglichkeit, also ist das wesentlich bruchsicherer, die Geschichte hier. Und zum anderen kann man sich da noch was einfallen lassen, wenn da wirklich mal ein Defekt entstehen sollte, was ich nicht glaube. Und so mit diesem Ring hier und der Dichtung sollte das Ganze dann natürlich, weil beides sehr gummiert ist, ich denke, ihr hört das schon, ne? Sehr ruhig laufen. Ja? So, es gibt natürlich noch eine Bedienungsanleitung hier. Ich komme deswegen drauf, so mengentechnisch, ja. Und dann gibt es hier eine Empfehlung, welche Mengen und welche Stufe und so weiter man da fahren sollte hier an der Stelle. Ja, aber ich denke, es ist ein selbsterklärendes Gerät. Wir legen es mal beiseite. Ich habe mal hier so viel Kaffee eingefüllt, dass das obere Messer hier noch rausguckt, um das Ganze hier oben mitzunehmen. Schauen wir mal, ob ich richtig liege. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, haben wir Fehlversuchen, können wir drüber sprechen. Okay, wir schauen einmal. So, damit ihr auch da... So, ihr habt gehört, dass es 2 Stufen gibt. Stufe 1. Ja, schauen wir mal rein. Das war noch keine Minute. Hier gibt es so eine Empfehlung, glaube ich, 1 Minute, 2 Minuten immer. Aber wir können ja mal darüber sprechen, wie es ist jetzt vom Mahlgrad her. Und wir schauen mal rein. Also, sieht sich schon mal gut an. Ich möchte jetzt hier nicht ins Messer fassen. Ja. Aber ich denke, das sollten wir auch noch feiner hinbekommen. Ich schaue mal, ich hänge euch kurz ab und dann nehme ich euch direkt wieder mit, wenn ich noch ein bisschen gemahlen habe. So, ich habe mal noch ein Minütchen gemahlen hier an der Stelle. Jetzt schauen wir mal rein und das sieht sich gut an, was wir hier haben, ne? Also, das ist schon für einen Filterkaffee hier ausgezeichnet, für einen Espresso, ihr wisst das, ne? Je dünner gemahlen, umso größer natürlich die Oberfläche vom Kaffee, umso stärker kann auch der Kaffee werden, ist das schon hier super ausreichend. Ihr seht also, dass das schön gleichmäßig ist, das ist hier immer so ein Thema, haben wir hier noch irgendwelche Körner drin oder nicht, ne? Und ich mache es nochmal, also
alles völlig gleichmäßig gemahlen. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen weiter machen, aber mir reicht das hier so aus. Okay, ja, kurz zur Reinigung. Ich habe es nur mal eben mit Wasser ausgespült. Das Messer habe ich gar nicht gespült an der Stelle. Und wir machen mal den Klassiker. Dann gehen wir mal von hart nach weich hier an der Stelle und machen einfach mal hier die Zwiebeln und schauen auch da mal. Wir setzen es einmal wieder auf. Wie wird das Ganze hier? Ne, hier müssen wir natürlich vorsichtig vorgehen. Schauen wir mal. So. Der Behälter war jetzt nicht trocken. Das hat natürlich immer den Nachteil, dass dann natürlich eben halt am Behälterrand ein bisschen was hängen bleibt. Seht ihr hier? Ah, und ich habe natürlich vergessen hier, aber das ist für mich, für meine Möhrensuppe, die ich gleich mache, nicht ganz so erheblich, dass wir hier oben natürlich am Deckel noch Kaffeereste hatten. So, ich zeige es euch gerade mal eben. Ja, auch das ist völlig akzeptabel hier an der Stelle. Und nochmal, man sollte den Behälter einmal trocknen, damit hier eben halt hier oben nicht so viel hängen bleibt. Das ist immer das Thema. Ne? So, machen wir es noch einmal, weil ein bisschen feiner soll es dann doch natürlich sein. So, okay. So, ganz fein und Matsche ist immer nur ganz kleiner Spalt entfernt. Ich nehme euch wieder in der nahen Einstellung mit. Auch das passt hier absolut. Ja, schauen wir mal da in der Ecke, irgendwelche Teile. Nein, also alles in der Konsistenz her, so wie es sein soll. Also die Messer nehmen hier wirklich alles mit. Also auch das passt. So, wir machen gleich weiter mit Möhren, aber an der Stelle wollte ich euch auch nochmal einen Tipp geben. Ich habe mir mal irgendwann hier so eine Schere zugelegt, ne? Und damit könnt ihr solche Geschichten hier relativ zügig machen, ohne dass ihr es jetzt hier am Brettchen schneiden müsst. Ja, also nur mal so als Tipp. Wenn ich es noch finde, setze ich euch die Geschichte, einen Link mit in die Produktbeschreibung. Ich weiß aber auch nicht mehr, das ist schon lange her, dass ich das Ding gekauft habe. Aber passt. So, auch hier seht ihr, bin ich wieder an die Maximalgrenze gegangen. Ja, gibt auch ein bisschen Möhrensuppe mit Kaffeegeschmack. Ich mache das auch deswegen nur kleiner. Normalerweise könnt ihr das so kochen. Ich mache das nur deswegen kleiner, damit die Suppe schneller fertig ist. Ich denke, das... So, wer also an der Stelle Möhrensalat haben möchte, zum Beispiel, ne, also da sind wir hier schon, gehen wir schon auf den Weg, wo wir nur noch ganz kurz entsprechend einmal die ganze Geschichte betreiben sollten, weil so habt ihr dann auch hier wirklich noch vernünftige Stücke. Auch das seht ihr wieder hier, also absolut gleichmäßig, ja, die Stückchen. Und wir könnten das Ganze jetzt hier natürlich auf die Spitze treiben. Will ich aber nicht, weil ein bisschen kochen soll es natürlich schon. Ne? Aber passt. Also auch das überzeugt. Und ihr hört hoffentlich, dass das Gerät in der Funktionsweise, das mache ich doch nochmal ein ganz kleines Momentchen, sehr, sehr leise ist. Ne? Hier sollte natürlich nichts drin landen. Ich denke, das ist klar. So. Machen wir es nochmal. Also von der Lautstärke her sehr leise. So, ich habe mal noch ein Videolicht angemacht, damit ihr ein bisschen besser seht. Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen geblendet. Die Frage kommt bestimmt, wie sieht es mit kleinsten Mengen aus? Hier zwei Knoblauchzehen. Man will ja nicht noch direkt wieder ein anderes Gerät raussuchen. Wenn man hier einmal am Kochen ist, dann will man natürlich das Ganze mit einem Gerät abhandeln. Und wir schauen. Ja, ihr seht, unsere Knoblauchzehe auch pulverisiert, kleinste Menge, ne, muss man jetzt einmal Finger raus, ne, das ist die Geschichte. Ihr seht auch hier eben halt, es bleibt aufgrund der rauen Struktur hier sehr, sehr viel hängen an der Seite, ist aber jetzt kein Mangel hier am Gerät oder sonst irgendwas. Passiert euch bei dem Plastik auch, wenn es ein bisschen schon in Benutzung war, älter ist am Anfang, geht es schneller runter. Ja, und wir können ja mal stellvertretend hier an der Stelle schauen, wie sieht es denn aus. Ich habe jetzt keine Kräuter da, deswegen nehmen wir hier mal so ein bisschen Lauchzwiebel und schauen da mal rein, wie das Ganze hier dann verarbeitet wird. Und ich denke, dann soll es das auch für dieses Gerät hier gewesen sein. Ihr habt also harte Sachen mitbekommen und so weiter. Eventuell nehme ich nochmal eine Kartoffel. So, schauen wir mal rein. Ja, ne? Auch das hier hat wunderbar gepasst. Sieht sich richtig gut an. Ja, ich freue mich. Ich mache doch noch eben eine Kartoffel und dann ziehe mal ein kurzes Fazit. Okay. So, ja. Na, das ist dann zwar schon wieder Tendenz etwas fein. Okay, aber passt doch. So Leute, was haben wir gemacht? Unsere Kartoffeln, unsere Zwiebeln. Auch hier nochmal. Ne? Also, das ist absolut
gut geworden. Dann hier unsere kleinen Geschichten. Halte ich euch auch nochmal nah rein. Ja, also wirklich toll. Ich denke mal, ich mache mal das eine Licht wieder aus. Dann habt ihr so einen besseren Blick. Ne? Also passt. Ja, unser Kaffee. Ne? Genau die Geschichte. Schauen wir gerade, kriegen wir es nicht technisch hin? Nein, kriegen wir wahrscheinlich nicht hin hier in der Dose. Aber ihr hört es, auch gut geworden. Also, kann man überhaupt nicht meckern. Ich denke mal gerade so, auch in Richtung Preis, ne? 30 Euro. Ihr solltet euch auf jeden Fall, was ich euch gezeigt habe, so eine kleine Emsa oder Metalltex, schaut mal rein, so eine kleine in Plastik zulegen. Für solche kleinen Mengen, zack, 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 wenn ihr nur sowas machen wollt, wenn ihr einmal am Kochen seid, macht die Maschine natürlich alles hier mit. Ne? Dann braucht ihr nur eins abwaschen. Ja, also, von mir gibt es eine Kaufempfehlung. Das war's von meiner Seite aus. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und tschüss.